Herzlich willkommen bei In die Ferne. Nach knapp 8 Monaten unterwegs mit dem Minicamper kann ich sagen, es gibt einige Dinge, die beim Ausbau sehr gut gelungen sind und mit denen ich sehr, sehr zufrieden bin. Es gibt aber auch definitiv einiges, wo ich sagen würde, das bereue ich, das war scheiße, das würde ich auf jeden Fall nicht nochmal so machen. Damit ihr solche Ausbaufehler bei eurem Ausbau vermeiden könnt, erzähle ich euch jetzt, was ich definitiv nie wieder so bauen würde. Punkt 1, die Küche. Also nicht die Küche an sich, sondern wie ich sie aufgeteilt habe. Unten gibt es bei mir Schiebefächer. Das war gut. Was unnötig ist, ist halt dieser Tisch und dass hier so ein Fach zum Aufklappen ist. Unpraktisch. Weil dann ist die Klappe immer im Weg. Viel besser mit einer Schiebetür, da musst du nicht in die Tiefe rein. Und dann kann man den Stauraum von der Küche, also unter der Arbeitsplatte, auch viel, viel effizienter nutzen. Und was mich auch stört, ist, dass das Besteck und so hier oben ist. Wäre besser, wenn man da eine Schublade eingebracht hätte oder irgendwie eine andere Möglichkeit gefunden hätte, den Stauraum unter der Küche für so einen kleinen Kram zu nutzen. Aber jetzt, so wie das gebaut ist, ist es einfach zu tief, zu große Fächer, zu wenig praktisch unterteilt, zu wenig erreichbar. Das würde ich definitiv nächstes Mal cleverer bauen. Vermutlich einer der Punkte, die mich in diesem Wagen, an diesem Ausbau am allermeisten stören, ist, dass ich die Oberfläche nicht besser behandelt habe. Ich habe die zwar ein paar Mal mit Leinöl und Olivenöl und so behandelt und geölt, aber nicht gewachsen und nicht beschichtet. Das heißt, jedes Mal, wenn ich jetzt so eine feuchte Gaskartusche von meinem Kocher auf die Oberfläche gestellt habe, innerhalb weniger Sekunden wurde dann ein Abdruck auf der Oberfläche hinterlassen, der jetzt nur, also ich müsste es einmal komplett abschmirgeln, absanden und dann neu beschichten, dann kriegt man das wieder weg. Aber einige haben schon gesagt, nee, ich finde das schön, das sieht dann so benutzt aus und so gemütlich, dass man auch gelebt hat. Aber ich kann nur sagen, es nervt. Ich finde es hässlich und ich mag eine schöne glatte Holzoberfläche. Schön ebenmäßig und nicht so wie das. Der nächste Punkt ist, ich hätte definitiv die Deckel dieser Box schmaler gebaut. Denn jetzt, wenn man abends das Bett aufklappt, ist immer so ein ganz kleines bisschen die Innenverkleidung der Heckklappe mit im Weg. Das heißt, die Tür ist ja oft zu und ich baue das Bett von innen auf, wenn schon alles zu ist. Und genau, wenn ich dann die Deckel umklappe, ist halt die Verkleidung der Heckklappe im Weg und das nervt total, weil man sich dann einen abbricht und das einfacher ist, das bei geöffneter Heckklappe aufzubauen. Und das will ich aber oft einfach nicht. Und dann habe ich die Deckelbreite angepasst, noch ein Stück mit der Säge abgenommen. Es war ein ordentliches Stück, nochmal alles schön abgeschmiegelt und so. Hätte ich von Anfang an schmaler bauen können. Die Deckel müssen nicht genauso breit und groß sein wie die Boxen selber. Immer die Innenverkleidung mit einrechnen, wenn ihr sowas baut. Ich hätte von Anfang an die Oberflächen aller Magnete besser beschichten sollen. Denn dass man sie beschichten sollte, habe ich natürlich auch schmerzhaft herausgefunden, indem ich sie nicht beschichtet hatte und dann versucht habe, sie von der Karosserie abzubekommen. Und dann einen Kratzer in den Lack gemacht habe. An einer unbedeutenden Stelle, aber immerhin muss man sich drum kümmern. Und ich hätte es von Anfang an machen sollen. Wenn ihr solche Videos hilfreich findet, dann gebt diesem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Dann wissen wir Bescheid und können mehr solcher Videos, speziell solche Videos für euch machen. Und ich hätte auf gar keinen Fall für irgendetwas in diesem Ausbau, auch nicht für irgendwelche Böden im Stauraum oder so, kein Pappelsperrholz, das dünner ist als 10 mm verwendet. Und ich meine, das war jetzt ein Notfall beim Ausbau. Einfach, es war dann plötzlich Lockdown und ich hatte kein anderes Holz mehr. Und ich habe nur noch das Reststück verwendet, das ich halt da hatte. Aber ich habe es bis heute noch nicht ersetzt. Ich weiß nicht, vielleicht als Mahnmal für mich auf keinen Fall dünneres Pappelsperrholz als 10 mm zu verwenden hier mit meinem Wackeltisch. Ja. Irgendwann wird das Brett ersetzt. Ich weiß ja schon wodurch, aber ich kann mich noch nicht trennen davon. Das ist so ein bisschen die Erinnerung daran, unter was für widrigen Bedingungen dieser Ausbau stattgefunden hat. Was mache ich hier? Warum? Ich hätte, wenn ich den Ausbau nochmal machen würde, auf keinen Fall die Magnete so hier für die hinteren Scheiben auch genommen, um die Vorhänge anzubringen. Denn wenn man außen steht und es ist dunkel und ich habe hier drin noch Licht an, sieht man von außen immer mal wieder durch die Ränder links und rechts ein bisschen Licht durchkommen.
besser ist für die hinteren Scheiben, weil da eh immer diese Vorhänge vor sind. Hier habe ich die Hängeaufbewahrung, hier habe ich den dauerhaften Vorhang von der Küche. Besser wäre, da diese Magnetplättchen in den Rand, in den Saum der Vorhänge direkt einzulassen. Und dann sollten die Vorhänge exakt auch auf die Größe dieses Fensters zugeschnitten sein. Und dann kommt auch kein Licht durch. Und jetzt muss ich immer zum Kontrollieren nach draußen oder weiß halt, man kann von außen sehen, dass hier jemand drin sitzt. Und das würde ich definitiv das nächste Mal anders machen. Dann würde ich beim nächsten Ausbau definitiv von Anfang an einen Platz für nasse, dreckige Schuhe einplanen. Denn entweder die Teile stehen da, wo man sie hinpackt, im Weg. Sie sind nicht gut genug erreichbar. Vor allem morgens, wenn man dann aufsteht, man kann das Auto nicht verlassen ohne Schuhe. Also kann man schon, aber im Winter ist das extrem unangenehm. Würde ich nächstes Mal einplanen. Definitiv irgendeinen Ort, wo die vielleicht auch hängen können oder eine Schale drunter haben, wo die gut trocknen können, wenn man vom Wandern kommt, dass sie nicht lange nass und im Weg bleiben. Apropos Schuhe, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr in eurem Minicamper immer die Schuhe anlasst, ob ihr dafür extra Hausschuhe habt oder wie ihr das regelt. Also welche Regeln herrschen bei euch? Schuhe im Camper an oder aus? Habt ihr auch so Ausbau-Fails, irgendwelche Sachen, die ihr bei eurem Camper-Ausbau rückblickend nicht so hättet machen sollen, über die ihr euch jetzt immer ärgert, wenn ihr sie seht oder die ihr schon verändert habt? Und wo ihr sagen würdet, das kann man anderen Leuten raten, damit die so einen Quatsch nicht auch bei sich machen. Dann schreibt mir das doch mal in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Ansonsten würde ich sagen, das war ein Video von In die Ferne. Mein Name ist Chantal Stauder, der Mann hinter der Kamera ist Henning Westerkamp. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns hier nächste Woche wieder.